Was geht ab, ihr kleinen Weihnachtshasen? Ich hoffe, es geht euch gut. Kann ich mal still sitzen? Für ein Intro sitzt man still. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Ja, wir haben doch jetzt Weihnachten, ne? Ich habe gar keine Ahnung, wann ich dieses Video hochlade. Dieses Video ist mega krass spontan. Das, was ich gerade machen wollte, war, eine Weihnachtskarte für meine Eltern zu basteln. Ich habe irgendwie so ein Mitteilungsbedürfnis. Eine YouTuberin mit einem Mitteilungsbedürfnis. Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich schmeiße einfach die Kamera an und bastel mit euch zusammen und erzähle euch ein bisschen was. Vielleicht wird es auch eine kleine Storytime, weil es zum Geschenk eine kleine Geschichte gibt, die ich eigentlich ganz schön finde. Ich habe mir hier so ein kleines Tischchen gebaut, das könnt ihr nicht mehr sehen, aber im Grunde genommen kann es euch ja auch kackegal sein, was ich hier bastel, ne? Will ja eh keine Sau mehr am 23. Oh, dieses Jahr ist der 23. der stressige Tag, ne? Weil der 24. Sonntag, das ist eine richtig miese Nummer. Was aber auch geil ist, weil bei uns nämlich im Dorf oder in der Kleinstadt immer so Frühshoppen in der Stadt am 24. Und das ist eigentlich immer das mega nervigste der Welt, weil da nämlich die Leute da sind, die saufen wollen. Und dann auch noch die Leute, die Panikeinkäufe machen. Und das heißt, die Stadt explodiert. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich komme aus einer Kleinstadt. Weihnachten ist bei uns eine einzige Bohle. Die Leute schwimmen in Alkohol. Morgens am 24. früh shoppen in der Stadt. Dann kommt Bescherung. Danach geht man in die Stadt, säuft weiter. Erster Oh, dann gibt es noch die Christmas Warm-Up Party am 23. quasi. Kann man mit Kater am 24. in die Stadt gehen. Und am 1. ist dann hier irgendwie... Das Lindenhof, ja, keine Ahnung. Also Weihnachten, kannst hier richtig tief ins Glas gucken. Egal, ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Also, worum soll es heute gehen? Ja, ich wollte eine Karte selber basteln für meine Eltern. Genau, ich habe nämlich sehr lange überlegt, was ich meinen Eltern zu Weihnachten schenken soll. Deswegen habe ich ganz lange überlegt, oh, ich kann nicht schon wieder einen Gutschein verschenken. Mein Vater hatte gerade Geburtstag, hat wieder Gutscheine bekommen und... Oh, das war irgendwie, ich bin jemand, der wirklich sehr, sehr gerne mit Herz verschenkt. Wisst ihr? Also wirklich was wirklich jemand richtig gut gebrauchen kann, worüber er sich freut. Ich bin nicht so ein jemand, der es so mag, irgendwie irgendwas zu verschenken. Deswegen finde ich es übrigens auch cool. Dieses Jahr war ja auch ganz viel so Spenden statt Schenken und sowas finde ich auch richtig geil. Und auf einmal hat mir quasi das Schicksal etwas zugespielt. Ich und meine Eltern sind damals immer gemeinsam in den Urlaub gefahren, wie man das halt so macht. Und wir waren immer die typischen Camper, sage ich jetzt mal, ne? Also wir sind immer in den Campingurlaub gefahren, weil wir hatten zwei Hunde, mit denen wir nicht fliegen konnten und wollten. Und wir hatten aber auch keinen eigenen Wohnwagen. Das heißt, wir sind immer auf Campingplätze gefahren und haben die Wohnwagen da gemietet quasi, ne? Oder so Wohnhäuschen, Karawane, whatever. In Südfrankreich gibt es einen Campingplatz. Da sind wir sehr, sehr oft hingefahren. Also manchmal sogar im Frühjahr und im Herbst, ja. Und das war für meinen Vater der schönste Ort auf der Welt einfach. Ich kann nicht genau sagen, warum. Für mich war es ein Campingplatz wie jeder andere auch. Also es war ein schöner Urlaub, aber mein Vater, dem ist da sein Herz aufgegangen. Ich muss sagen, ich erinnere mich an drei Urlaube. Im ersten Urlaub, wie alt war ich denn da? 12 oder 11, war ich total verknallt in Typen. Aber dann hatte er auf einmal eine andere Freundin, das war sehr, sehr tragisch. Ja, und dann war ich mit 14, glaube ich, nochmal da, da war ich die ganze Zeit bekifft. Da hatte ich eine Freundin mit dabei, wir saßen am Strand und da waren Jungs und die haben eine Zigarette rumgegeben. Ich dachte, wie cool, da rauche ich doch jetzt erstmal. Ja, und es war gar keine Zigarette, es war ein Joint. Das bedeutet, als Jaco das erste Mal gekifft hat, wusste sie es nicht mal. Ja, meine Freundin wusste es schon, aber sie ist davon ausgegangen, ich weiß es halt auch. Und ja, da war Jacos Drogenkarriere geboren. Und dann weiß ich auch noch, dass mein Vater, ich hatte nämlich eine Freundin dabei, die sehr, sehr viel weiter war als ich. Und die hatte nur Scheiße im Kopf. Und dann haben wir uns, als meine Eltern bei meinem Halbbruder zu Besuch war, bei denen quasi im Wohnwagen, haben ich und meine Freundin uns bei uns in den Wohnwagen gesetzt und haben gekifft. Und dann habe ich richtig doll Ärger gekriegt, als meine Eltern nach Hause gekommen sind. Und ich durfte nicht mehr mit meiner Freundin reden und musste in einem anderen Abteil vom Wohnwagen schlafen, weil meine Eltern dachten, dass meine Freundin mich zum Rauchen gebracht hat. Ja, Mama, falls du das jetzt siehst, ich habe nicht geraucht. Ich habe gekifft. Meine Mutter hat letztens noch zu mir gesagt, oh, ich weiß noch damals, Jaco, in Südfrankreich, in dem einen Urlaub, da hast du fast 3 Kleidergrößen zugenommen, weil ich den ganzen Tag nur Milch getrunken und Kekse gefressen habe. Ich hatte nur Fressfleisch.
Ja, und damals waren meine Eltern noch mit Musik selbstständig. Also meine Eltern waren früher eine Band, die Cadillacs. Ja, da gab es halt immer sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld, dass man so ständig in den Urlaub fahren konnte. Und dann haben meine Eltern aber keinen Bock mehr darauf gehabt, weil meine Eltern sind dann auch älter geworden und dann irgendwie jedes Wochenende so bis nachts irgendwie die Nächte durchmachen, wollten die halt nicht mehr. Und dann haben meine Eltern sich selbstständig gemacht mit einem Bekleidungsgeschäft. Ja, und seitdem waren wir quasi dann nicht mehr in Südfrankreich auf diesem Campingplatz, weil A, die Saison, in der meine Eltern Urlaub machen können, ist halt die Hochsaison, also das, was am teuersten ist. Immer, wenn man mal abends zusammensitzt, dann schwelgt mein Vater in alten Erinnerungen und sagt, oh, damals in Saint-Maxime, also ist in Südfrankreich, das war so schön und sein großer Traum wäre es, da irgendwann nochmal hinzufahren, also mit uns allen zusammen. Ja, und irgendwie ist allen bewusst, dass das so irgendwie nicht so hundertprozentig vielleicht stattfinden wird, weil wir nämlich mal auf dieser Internetseite waren und es ist eben nicht mehr so, dass man da Wohnwagen mieten kann, sondern die haben richtig aufgerüstet, ist ja auch in der Nähe von Saint-Tropez und es ist jetzt heutzutage halt so richtig schick geworden. Also es wäre auf jeden Fall günstiger, sich einen All-Inclusive-Urlaub mit inklusive Flug zu buchen. So, und nun ist Folgendes passiert. Meine Eltern haben sich letztens bei mir gemeldet und haben mir dann erzählt, dass sie damals, als ich klein war, keine Ahnung, wie alt ich da war, eine Versicherung für mich abgeschlossen haben, wo sie jahrelang irgendwie so kleine Beträge eingezahlt haben. Und das war aber irgendwie sowas Nebensächliches, was sie wohl abgeschlossen haben, dass sie das vergessen haben. Und haben dann halt gesagt, ey, du, hier ist ein Brief reingekommen, das kann jetzt ausgezahlt werden. Und da habe ich mir gedacht, wie cool wäre es, wenn ich quasi dieses Geld, also das sind 1300 Euro, wenn ich quasi einen Gutschein mache und sage, das Geld, womit halt niemals jemand gerechnet hätte, wäre weder meine Eltern noch ich, wenn ich quasi einfach sage, das ist das Urlaubsgeld, das ist das Geld, was wir obendrauf schlagen, keine Ahnung, Sprit und Maut und Dings. Wisst ihr, dass es für alle halt weniger kostet, weil wir dieses Geld bekommen haben? Ja, ich sehe es einfach als Zeichen, dass es zu der Zeit kam, in der ich überlegt habe, wie kann man es hinbekommen, dass wir da hinfahren. Ich bin super gespannt, wie meine Eltern gucken. Ich hoffe, dass sie es überhaupt annehmen. Ist ja schon ein bisschen mehr Geld, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe mir überlegt, so, es kamen diese 1300 Euro rein. So, mir geht es gut, ich kann mich ernähren, ich kann meine Miete zahlen, also Ich kann mich nicht beschweren, ich habe ein gutes Leben, ich habe Essen auf dem Tisch. Ich hatte überlegt, ob ich davon mein Auto repariere, weil meine Fensterscheibe ja kaputt ist. Ich klebe sie ja aktuell mit Klebeband an meine Autodecke, damit sie hält. Ja, und dann habe ich mir aber gedacht, nein, nein, I won't do this. You know why? Ich habe sehr viele Weihnachtsfilme in letzter Zeit geguckt und die predigen von Liebe. Und ganz ehrlich, was ist wichtiger, dass mein Fenster von meinem Auto heile ist oder dass der Lebenstraum meiner Familie noch einmal diesen Urlaub zu machen erfüllt wird. So, Weihnachtsfilme haben da eine ganz klare Antwort. Und außerdem funktioniert mein Auto sehr gut. Manchmal geht es dieser Film ab, dann rutscht die Scheibe runter. Aber das ist nicht schlimm, weil in mein Auto bricht sowieso niemand ein. Das sieht einfach nicht aus wie ein Auto, das man ausrauben würde, sondern eher wie ein Auto, wo man überlegt, ob eventuell ein Obdachloser da drin wohnt. Nee, also wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich eins gelernt habe, die letzten Jahre, ne, ich bin ja die letzten Jahre, sind wir ehrlich, ziemlich viel rumgekommen, hab viele Sachen gesehen, bin in ziemlich viele Länder gereist und wenn ich eins gelernt habe dann, dass diese Sachen für mich persönlich einfach so viel nachhaltiger waren, als viele Dinge, die ich mir gekauft habe. Also ich bin ja überhaupt nicht gegen Kaufen, ganz im Gegenteil, ich finde Kaufen total super. Bei uns läuft das eigentlich immer andersrum, so mein ganzes Leben lang haben meine Eltern mir jeden Ausrutscher bezahlt. Ich verdiene gut, so, ich kann mich nicht beschweren. Und ich mache einen Job, der mir Spaß macht. Und das alles wäre halt einfach nicht passiert, wenn meine Eltern mich nicht so erzogen hätten, wie sie mich halt erzogen haben. Wisst ihr, meine Eltern haben mich halt schon irgendwie unkonventionell erzogen, so. Ich war so ein Musikerkind. Ich habe am Wochenende manchmal bis 3 Uhr nachts hinter einer Box geschlafen, so. Mir wurde halt gezeigt, es geht auch anders, so. Du kannst machen irgendwie, was du willst. Und ja, da muss man, da habe ich mir gedacht, wenn ich doch jetzt mal die Möglichkeit habe, auch mal hier nicht nur 10 Euro Thalia-Gutschein zu verschenken, kann man das ja auch mal machen. So, ich bin nun fertig und ich muss sagen, ich finde, es ist für meine Verhältnisse sehr schön geworden. Ich hätte außen noch irgendwas machen können, ne?
Handmade. Deins könnte ich draufkleben. Da steht einfach drauf deins, weil dieses Haus wird dir gehören. Und dann, ey, kommt Leute, das ist ziemlich geil geworden, oder? Hier ist so der Gutschein. Da, with love. Und das ist ja wohl schön. Sagt, dass das schön ist. Ja, und ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Tage die nächste Zeit. Vielleicht wird es geil bei euch und ihr habt viel Ruhe und kuschelt euch ein und guckt ganz viele Weihnachtsfilme. Oder ihr verbringt eine schöne Zeit mit euren Verwandten. Oder es wird eine super nervige Zeit mit euren Verwandten und ihr spuckt heimlich in das Essen von Tante Gertrud. Egal wie es ist, genießt es. Ihr wisst es, Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch das Fest des Hasses. Und ich zelebriere beides. Ich liebe es einfach. Genau, so. Und damit entlasse ich euch in die Weihnachtszeit. Ich werde euch auf Instagram bestimmt nerven mit all meiner Weihnachterei. That's who I am. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns bald wieder. Frohe Weihnachten! Pfiuh.